coffee, no pay money, okay? Okay, thank you. And then Ma Bo Huda, okay? Thank you so much. Thank you. I wait for you everywhere, you don't pay more. Maximum 75 baht in for a whole day, okay? Thank you. Thank you. Vlog. Ich versuche hier irgendwie den Ton aufzunehmen, ich hoffe, das klappt. Wir machen 3 bis 4 Monate Reisen durch Asien und unsere erste Destination ist Bangkok. Wir laufen jetzt hier gerade rum, wir haben gestern auch ein bisschen was gemacht, weil wir waren richtig wasted wegen dem Flug und so. Und now we're gonna visit einen Tempel. Deswegen mussten wir uns gerade umziehen, wir haben lange Hosen an, was gottlos ist, weil es ziemlich warm ist. Heute ist so Buddha-Tag. Genau. Ja, es ist ziemlich laut, aber es ist voll nice. Also ich mag es jetzt schon. Und danach wollten wir mal so Hochhäuser und sowas sehen. Deswegen mal gucken, weil es soll ab 16 Uhr regnen, ne? Ja. Okay, die Mäuse. Let's go. Forever and always be here, present. I am enough as I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable, I am adaptable. Let it go. Between problem solving and the universe working itself out, all that I have is all that I need. But to actually. Good morning. Wir haben uns gerade fertig gemacht und gehen jetzt einen Kaffee holen und dann fahren wir zu Chinatown mit dem Bus. Weil gestern hat es richtig gut geklappt, mit dem Bus zu fahren. Wie heißt das? Zum Chinatown. Zum Chinatown. So. Ja. That's the fit for today. So ein Ding ist fresh. Let's go zum Coffee. Ja, Mann. Wir zeigen euch übrigens morgen, wenn wir alles gepackt haben und aufgeräumt haben, mal unser Zimmer. Ah, Coffee und Tee. Ah. Are valid, but the goal is not to be triggered every time. Never mind, it's just life. Die Hochhäuser, so ein Ding ist das. Es hat uns auch nur eine Stunde oder ich glaube noch länger gekostet, aber es ist very nice. Ich dachte mir, ich zeige euch noch kurz das Zimmer, bevor wir losgehen. Also wir haben hier ein Hotelzimmer, ist kein Hostel. Es hat Loki 7 Euro die Nacht gekostet. So, wir waren so, ja, kann man machen. Dann haben wir hier so einen Kleiderschrank, haben wir aber natürlich nicht benutzt, weil wir sind mit Rucksäcken unterwegs. Ein Bett, Schrank, Fernseher, was auch nicht needed immer, aber cute. Und eigentlich ein echt schönes Bad. Hier stinkt es noch ein bisschen, aber naja. Und wir müssen jetzt los. Wir werden jetzt abgeholt von irgendwelchen Leuten, die uns dann zu einer Train Station bringen. Dann ist uns aber gestern aufgefallen, dass die von dieser Tourist Information, wo wir so ein paar Sachen hier organisiert haben,
am ersten Tag, als wir angekommen sind, dass sie uns noch nicht das Zugticket gebucht haben zu irgendwo hin. Das müssen wir jetzt noch machen. Mighty wollte sich noch was zu trinken holen. Und dann geht's los. Ich habe 2 Stunden geschlafen und wir haben 8 Uhr. Wir sind angekommen. Und zwar ist das it. Ja, also wir sind in Ayutthaya oder so. Das ist ziemlich nah von Bangkok. Ich glaube, wir sind 2 Stunden mit dem Zug gefahren. Und es lohnt sich nicht. Dann sagen die, man soll sich hier ein Fahrrad ausleihen. Und dann sind das wirklich so Straßen wie bei uns die Autobahnen von der Schnelligkeit und von der Menge der Spuren. Und da kannst du natürlich nicht Fahrrad fahren. Deswegen, wir haben uns jetzt... Also gefährlich war das. Wirklich. Wir sind jetzt hier, haben wir dann geschafft, aber sitzen jetzt hier. Wir haben uns Watermelon geholt und das genießen wir jetzt. Genau. Und ich sehe ziemlich weiß aus, neben dir. Und um 15.30 Uhr, da geht unser Zug nach Chiang Mai, also ganz in den Norden. Ich glaube 14 Stunden oder so. Wie lange? Nein, 11 von hier. 11? Ja, okay. Ist ja nichts. Genau. Ganz cool. Wir freuen uns, wir freuen uns. Wir sind wieder an der Train Station und Leute, ich habe so einen Abdruck. Wir haben uns gerade kurz mit Wasser abgewaschen. Ich habe voll den Abdruck bekommen, aber so mega lost. Nein. Also Friends, wir sind jetzt in diesem Nachtzug. Darf ich dich zeigen? Sie ist weg. Wir sind jetzt in dem Nachtzug, man sieht die Matilda doch nicht. Zeige ich mal, wie das hier aufgebaut ist. Da liegt die Maus. Hier bin ich. Eigentlich waren wir richtig weit voneinander entfernt, aber zum Glück waren das, wo ich war. Freunde, die bei Matilda saßen, dann haben wir getauscht. So ein Ding ist das. Sieht ein bisschen wasted aus, aber es ist ja egal. Ich finde das irgendwie richtig cool. Hier ist es alles sehr eng, aber it's an experience. Und ich werde da gleich meinen Laptop auspacken, da ein bisschen das Video schneiden. Ja, ich habe jetzt schon überall Mückenstiche. Ja, so letztlich, ob ich schlafen kann. Nee, ich habe doch eben schon wieder geschlafen. Anyways, okay. Tschüss, ihr lieben Mäuse. Wir sehen uns, wenn wir in Chiang Mai angekommen sind. Das ist anscheinend normal, dass man von Bangkok aus den Nachtzug nach Chiang Mai nimmt. Wir haben dann den so relativ unnötigen Zwischenstopp in Ayutthaya gemacht. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Haben wir halt einfach gemacht. Is it true? You actually think of me as less than you? Just wish that I knew how something like that could happen. Maybe it's just in passing, 'cause nothing is everlasting, no. But like really though, how do you know that I can overcome? She just looked me in the eyes, said it's gonna be alright, 'cause I know that's how it goes. The only thing we know is that we change. Nothing's ever gonna stay the same forever. Und jetzt mal hier hoch. Kein Plan, wo sind die? Hier schlafen wir heute. Das ist in Ordnung. Ich sollte niemals dir einfach hinterhergehen. Ja. Kannst du mal leuchten? Ja, leuchte mal. Oh, kannst du mal leuchten, mal bitte da rein. Da so. Waren die Duschen. Ist das ein Bad auch in einem? Da ist auch die Toilette. Wo sollen wir denn jetzt selber putzen? Keine Ahnung. Kein Waschbecken. Schluckt man das unter? Leute, das ist doch gottlos. Got all of the praise when you did the same thing. It doesn't feel real when they all say it's the same rules when you play, when you know that's not the case. The only thing we know is that we change. Nothing's ever gonna stay the same forever. Yeah.
Hey Friends, wir sind in dem neuen Hostel angekommen. Und zwar basically genau gerade. Ich habe immer noch mein Bikini an von eben, deswegen don't mind that. Weil wir bis gerade eben halt noch auf dieser Tour waren. Um das kurz zu erklären, wir sind jetzt hier gerade in Chiang Mai und wir hatten so eine Tour gebucht, dass wir einen Tag irgendwie so wandern gehen zu einem Wasserfall. Und dann schlafen wir in so einem Haus und das habe ich mir halt ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte halt schon, dass es da eine vernünftige Toilette gibt oder so. Aber war für eine Erfahrung. Und dann sind wir gewandert heute zu so einem Elefanten-Rescue-Park. Ich sag euch das, wie das ist. Ich möchte nichts unterstützen, wo irgendwie Tiere gequält werden oder gefangen gehalten werden oder irgendwie sowas. Auch Zoo und so finde ich ganz schlimm. Also keine Ahnung, ich möchte halt einfach sowas nicht unterstützen. Deswegen, als wir dann da waren, habe ich den dann nochmal gefragt, genau wie das ist, weil es hieß halt immer Rescue Park und bla bla bla. Ich weiß nicht, im Endeffekt war das schon irgendwie so ein Rescue-Ding, aber irgendwie halt auch so Touristenattraktion. Aber die Elefanten, die leben da halt trotzdem in ihrem natürlichen Raum, aber halt ein bisschen eingesperrt und das fand ich halt nicht gut. Aber es kann auch sein, dass ich falsch verstanden habe, weil da stand auch ein großes Schild so Chiang Mai Elephant Rescue Park oder irgendwie sowas. I don't know. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es ganz süß. Dann waren wir danach so Bamboo Rafting. Das war eigentlich cool. Und ja, jetzt haben wir wie gesagt in dem neuen Hostel eingecheckt. Aber so sieht es aus. Ist halt wirklich sehr, sehr klein. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben sogar Breakfast for free. Das wussten wir gar nicht. Und das Bad und so alles richtig sauber. Und wir freuen uns unnormal, dass wir jetzt ein Zimmer haben zu zweit. Dass man einfach ein bisschen chillen kann, weil ja, es war sehr viel Social Contact in letzter Zeit. Aber das ist ja auch so richtig beim Backpacking. Auf jeden Fall, ich dachte mir, dass ich den Vlog jetzt hier an der Stelle beende. Es kommen natürlich weitere Vlogs über. Wenn ihr das wollt, dann gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder.